Hallo, ich bin der Cecil. Ich bin der Lukas. Und hinter der Kamera der Burkhard. Wir drei sind Mitglieder des Plastikmodellbauclubs Thüringen, PMC Thüringen. Und wir sitzen hier in Nora bei Weimar. Ja, und möchten euch heute mal ein paar schöne Modelle vorstellen. Ich muss gleich dazu sagen, das sind keine Werbevideos. Wir bekommen von den Firmen, die wir hier vorstellen oder die Modelle, die wir vorstellen, keinen Cent. Es wird auch in den Videos keine Werbung geschalten. Es geht einfach darum, besondere Modelle vorzustellen, ja, die Besonderheiten hervorzuheben, aber eben, wenn es der Fall sein sollte, auch mal zu kritisieren und vor allen Dingen Modelle zu zeigen und darzustellen aus der Sicht, ja, von Jugendlichen, die halt mit dem Hobby vor kurzem begonnen haben und vielleicht in den einen oder anderen Sachen noch nicht so firm sind. Und bei unserer ersten Suche oder bei dem ersten Video sind wir auf wirklich schöne Modelle gestoßen, ja. Nostalgie-Feeling pur. Ich fange mal so an. Vor 44, 45 Jahren, als ich so alt war wie die Jungs, gab es die Firma Plastikat. Die hatten ein schönes Modell gehabt, die Vostok 1 im Maßstab 1 zu 24. Das Teil wird also über 33 cm. Das hatte ich damals gebaut, wollte ich immer wieder mal machen. Ich hatte mir vorgestellt, ein schönes Diorama zu machen, die Vostok in den Fernseher zu packen und so weiter und so fort. Und das als Exponat, oder mit diesem Exponat wollten wir zur Hobby- und Spielwarenmesse in Leipzig antreten dieses Jahr. Lange habe ich gesucht im eBay-Anbieter, die noch Originalbausätze hatten mit 70, 80 Euro, aber finde ich irgendwo nicht vertretbar. Und bin auf die Firma Reifrau aus dem Erzgebirge gestoßen, die hier die Gussformen der Firma Plastikat übernommen haben. Ja, und das Modell habe ich heute bekommen. Also an sich Verarbeitung tipptopp, kaum Gussreste. Also wirklich nicht schlecht gemacht. Ja, und die Jungs selber haben sich auch noch Modelle kommen lassen, zum Beispiel der Cecil. Cecil, was hast du für einen Bausatz? Was ist das? Ich habe hier die Mi 6 bekommen, im Einstab 1 zu 100. Ist ein, ja, aber ganz schöner Klopper, ne? Für 1 zu 100. Und ich bin tatsächlich auch sehr zufrieden mit der Gussform. Hätte niemals gedacht, dass es auch so gut ist, sonst habe ich ja auch von anderen Bausätzen auch immer was abmachen müssen von Gussresten. Und hier bin ich aber auch sehr zufrieden. So auf den ersten Eindruck nicht schlecht. Und Lukas, was hast du dir kommen lassen? Ich habe mir eine Junkers E24 zukommen lassen. Sehr gut verarbeitet, gab es auch schon mal vor ein paar Jahren. Und wenn man die zwei Teile zusammenhalten würde, 1 zu 1 sieht das aus, plus anderer Plastik, anderes Plastik. Sehr gut verarbeitet. Ach, du meinst jetzt zu den früheren originalen Bausätzen Plastikart. Da habe ich auch noch einen da von der G23. Das ist mir auch aufgefallen. Also wirklich 1 zu 1. Die Plastik heutzutage ist zwar etwas weicher. Gut, damals, ja, als Kind weiß ich noch, bei der Vostok ist mir mal beim Gussastschneiden diese weiße Hülle, halt, dieser weiße Korpus hier gerissen. Das ist jetzt heutzutage hier nicht mehr der Fall. Die ist ein bisschen flexibel, gibt nach. Aber trotzdem empfehlen wir auch immer, nicht zu nah an den Gussästen abschneiden oder an den Gießlingen. Lieber ein bisschen feil. Unsere Meinung, unsere Erfahrung. Aber wir möchten in unserem ersten Video, wie gesagt, diese Bausätze vorstellen. Also wir sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr überrascht, positiv überrascht. Hier zum Beispiel auch nochmal die BE6 im Maßstab 1 zu 72. Ich habe mal geguckt gehabt, in einem namhaften Auktionshaus, ein anderer Anbieter, der diesen Bausatz auch herstellt, da wird 60 Euro aufgerufen. Und das finde ich gerade im Kinder-Jugendbereich knüppelhart. Na, ich sag mal, die Bausätze liegen alle um die 20 Euro. Ab 50 Euro, was habe ich mit zwei, also zwei Bausätze zurück, ab 50 Euro sogar noch versandkostenfrei. Also ich finde, Daumen hoch, oder Jungs? Sehr gut. Dann soll es das für heute gewesen sein. Kritiken und Meinung bitte unter dem Video. Danke.